Wer von all diesen prominenten Personen irrt sich am meisten und warum? Das ist heute das Thema. Sie merken es, wir haben jetzt eine ganz andere Namensliste. Ich zeige die nochmal in groß hier. Hier sind sie nochmal. Also die Basispartei. Ja, der vielleicht größte Irrtum der Basispartei ist, dass sie auf den Vorteil bringenden Irrtum der Sozialspaten reinfällt, sozusagen, und davon durch manipuliert ist. Wo ist der größte Irrtum der Sozialspaten? Der größte vorteilbringende Irrtum ist die Illusion, dass alle Menschen gleich seien, alle Kinder zum Beispiel, alle Neugeborenen gleichermaßen Genies seien, dass es egal ist, wer an was arbeitet, dass deswegen die Schwarmintelligenz, dass es da völlig egal ist, ob da die besten Leute der Welt mit beteiligt sind, also die mit den größten Gehirnen. Also die naturwissenschaftliche Wahrheit ist ja, dass Menschen nicht nur der eine genetisch 2,35 Meter groß ist, der andere 1,35 Meter groß. So ist der eine hat 2 Liter Gehirn und der andere 1 Liter Gehirn und als Erwachsener. Und entsprechend ist der eine klug, sehr klug, und der andere sehr unwissend und sehr inkompetent und so weiter. Und jetzt die Idee, dass es egal sei, Hauptsache der Schwarm sei viele, das wurde widerlegt, dieser vorteilbringende Irrtum wurde falsifiziert, die freie Argumentekultur des Wechsels, der wechselseitigen Falsifizierungsversuche, dies alles wurde falsifiziert, weil man dann erkannt hat, aha, ein Schwarm ist nur so gut, wie die klügsten seiner Mitglieder klug sind. Und da die Basis zwar viele einigermaßen kluge Mitglieder hat, aber leider nicht die klügsten der Welt, also zum Beispiel auch nicht den Weltrat, die Next Scientists for Future, die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung dabei hat, ist das Ergebnis eines Schwarmes ist begrenzt auf das Wissen und Können der Besten im Schwarm. Und wenn die Besten der Welt fehlen, dann sind auch die Ergebnisse des Schwarms suboptimal. Man spricht ja sogar von Schwarmdummheit dann. Ja? Und das ist, glaube ich, im Moment der größte Irrtum, an dem die Basis unbedingt arbeiten müsste. Sie muss sich unbedingt öffnen für die weltbesten Experten. Und im Moment beschränkt sie sich und lässt die besten Experten ungenutzt, obwohl sie sich ihnen ja anbieten. Und das wird dann automatisch sozusagen ein Problem sein. Achso, ich muss Ihnen das ja richtig zeigen. Halt, da ist der Fehler, liegt bei der Präsentation. Moment. Präsentation. Jetzt. Freigabe beenden. Und jetzt muss ich Ihnen ja eine neue Präsentation geben, nämlich ich muss hier neu präsentieren. Ich muss ja ein Fenster, da muss ich Ihnen jetzt dieses hier zeigen, teilen. Ja, jetzt erst sehen Sie dieses Fenster und jetzt erst sehen Sie dann auch die Maus auf diesem Fenster. Warum Sie die so klein sehen, verstehe ich nicht, aber mir ist sie riesig, aber gut. Kann man nicht ändern. Auf jeden Fall, dieser vorteilbringende Irrtum ist also der hier, die Illusion, dass also alle Neugeborenen gleich, im Prinzip gleich große Gehirne hätten, was es in der Evolution nicht gibt. Dabei wird die naturwissenschaftliche Tatsache verleugnet, dass die Evolution ein ungleichheitserzeugendes Geschehen ist. Und und von daher sozusagen, das war das, was ich mit dem großen Irrtum meinte, und dass es eben bei Erwachsenen 1 Liter Gehirne gibt, 2 Liter Gehirne gibt, und dass die entsprechend auch riesige Klugheitsunterschiede haben. Aber das nur noch als Nachtrag. Ich muss also darauf achten, dass ich immer
die Bilder auch freigebe, die ich zeigen will. Jetzt muss ich, glaube ich, auch wieder diese Freigabe beenden und muss zurück auf meinen Namen. Muss erstmal dahin wieder zurück. Schüpp, schüpp, schüpp. Und muss diese Präsentation starten. Sie merken es, die Technik ist sehr schwierig. Ein Fenster und dazu muss ich das öffnen und das teilen und jetzt dürfen Sie es wieder sehen und jetzt müssten Sie aber auch die Maus wieder sehen, ja, wenn auch sehr klein. Ja, ja, das soweit ist zum größten Irrtum von die Basis. Übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding bei YouTube, ganz unten rechts, bitte unbedingt schneller drehen, weil ich ja so langsam spreche. Generell sollten Sie Sendungen immer schneller schauen, in der Wunschgeschwindigkeit jedenfalls. Schluck Wasser. Ja, und dann haben wir Sarah Wagenknecht. Was ist wohl Ihr Zentralirrtum und welcher vorteilbringende Irrtum, welcher Sparte könnte da eine Rolle spielen? Übrigens, es ist die Sozialsparte, die solche vorteilbringenden Irrtümer, wie eben genannt, hervorbringt, weil wenn man diesen Irrtum glaubt, führt das dazu, dass automatisch mehr Sozialfälle in einer Gesellschaft entstehen und damit die Kundschaft für die Sozialsparten wächst und damit die Karrieremöglichkeiten und Karrierechancen wachsen sozusagen. Ja, dann gehen wir doch weiter zu Sarah Wagenknecht. Was ist Ihr größter Irrtum? Und dann überlegen wir, welches der vorteilbringende Irrtum ist. Also Ihre Idee, dass der quasi von den Reichen möglichst viel wegzunehmen und es den Armen zu geben, vernachlässigt völlig die zerstörerische Gesamtkraft des Kapitalismus, ja. Das heißt, ihr größter Irrtum ist, dass sie nicht erkennen, dass der Kapitalismus aus Sparten besteht, die ich jetzt zeigen werde, liebe Leute. Ich gehe auf dieses Bild hier. Ich zeige mal. Also ich glaube, ich mache das lieber hier. Moment, ich muss es Ihnen ja erst wieder einblenden. Ich muss hier hin. Ich muss die Präsentation freigeben und muss wieder ein Fenster präsentieren. Vielleicht mache ich es doch der Einfachheit halber, indem ich gleich doch den ganzen Bildschirm teile. Vielleicht ist das dann für Sie doch einfacher. Ich teile jetzt einfach mal den ganzen Bildschirm. Und dann habe ich das, dann habe ich jetzt dieses Bild. Ach so. Ich muss es erstmal teilen. Teilen. Ach so, so geht das. Jetzt kriegen Sie meinen ganzen Bildschirm zu sehen und jetzt zeige ich Ihnen das Bild, was ich zeigen wollte und das funktioniert auch. Ja gut, also den ganzen Bildschirm teilen ist einfacher, dann muss ich nicht so viel hin und her springen. Ja, und zwar hier, jetzt Sie sehen die Maus, oh, diesmal sehen Sie sie auch groß, komischerweise. Hier. Die Sozialsparten, die gefährlichsten Sparten der Welt, die NGOs, die gehören zu den Sozialsparten, die Gesundheitssparten, die Nahrungssparten, die Waffensparten, die letztendlich, ach so, ich muss das hier ausblenden, weil Sie jetzt wirklich den ganzen Bildschirm sehen, die Waffensparten, Behörden, Sparten, Finanzamt, alle Sparten der Welt, ja, und der Gesellschaft. Und jede dieser Sparten sendet so viel sie kann vorteilbringende Irrtümer aus, um ihren eigenen Profit zu vergrößern. Und damit ist der Kapitalismus grundsätzlich ein System der Schädigung aller durch alle.
außer dieser kleinen Gruppe von Leuten, die hier sozusagen letztendlich noch keiner Sparte angehören, wie kleine Kinder oder so, die werden halt nur manipuliert, und alle anderen, die einer Sparte angehören, sind meistens in der Doppelfunktion, dass sie selber Manipulateure sind und manipuliert werden. Und das versteht Sarah Wagenknecht gar nicht, dass diese enorme Schädlichkeit des Kapitalismus, dafür hat sie überhaupt kein Verständnis, das fehlt ihr einfach. Und von daher, ja, gebe ich mal weiter. Ich gucke mir wieder an unser Bild, Markus Krall. Dazu ist zu sagen, dass er als Marktradikale, oder manche nennen ihn auch Neoliberale, dass er sozusagen den vorteilbringenden Irrtum der Alkohol-, Tabak- und Zuckersparten zum Beispiel, dass er dafür ein guter Lobbyist wider Willen ist, denn jeder Lobbyist wider Willen denkt ja, er sei im Besitz einer Wahrheit. Das hat übrigens Ken FM sehr schön entlarvt, indem er ihn angesprochen hat auf, den Markus Krall angesprochen hat im Interview auf das Thema Zucker, Alkohol und so weiter. Und da hat dann Markus Krall doch relativ stark rumgeeiert, weil da genau der Schwachpunkt seiner Gedankenwelt ist, dass er nicht erkennt, dass er eigentlich, wenn die Alkohol-, Tabak- und Zuckerindustrie, also die schlimmsten Gifte unserer Welt sozusagen, wenn diese Industrie Markus Krall noch nicht sponsern würde und also wenn ich die Alkohol-, Tabak- und Zuckerindustrie wäre, ich würde Markus Krall sponsern, denn sein Konzept ist kein Wirtschaftsmodell, sondern ist eben ein vorteilbringender Irrtum, um Narrenfreiheit für Alkohol-, Tabak- und Zuckerkonzerne zu erlauben und zu ermöglichen, ja, wobei dabei eben ausgeblendet wird, dass wir bei der GWU, also die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, wir, so ähnlich wie die GWÖ zum Beispiel, nur Konzernen, die Gutes tun, überhaupt noch Steuervorteile geben will, geben wir nur Verdienstzuschüsse eben an Unternehmen, die Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlfühlen ja, nachweislich bewiesenermaßen fördern. Und da fallen natürlich dann, da werden sich natürlich die Alkohol-, Tabak- und Zuckerindustrien auch auf gesunde neue Produkte umstellen müssen und werden damit in den Vordergrund gehen müssen. Und Markus Kralls vorteilbringender Irrtum seiner Wirtschaftsvorstellung, seiner Ideologie, der schützt quasi als Lobbyist wider Willen die Tabak-, Alkohol- und Zuckerindustrie. Schluck Wasser. Das ist wohl sein größter und gefährlichster Irrtum. Rainer Mausfeld erkennt auch, wie Sarah Wagenknecht, die Gefährlichkeit des Kapitalismus nicht, und seine Reden können manchmal auch missverstanden werden als Aufhetzung zu so etwas wie einer vielleicht sogar dann gewaltsamen Revolution, und das ist dann auch wieder gefährlich. Also auch fehlt halt auch das Verständnis, wie man diesen Kapitalismus durch eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung beenden muss. Ja, Christian Felber, GWÖ, Gemeinwohlökonomie und die Gemeinwohllobby, wo es auch eben um GWÖ und anderes geht. Da ist der größte Irrtum, ist, glaube ich, die zwei Dinge. Sein System bei uns wird ja mit, zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme, mit den Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten, werden quasi letztendlich die Auswirkungen von Zucker, Tabak, Alkohol natürlich dann negativ zu Buche schlagen und die Verdienstzuschüsse bzw. Steuervorteile drastisch reduzieren.
Und während die Gemeinwohlökonomie technisch große Fehler hat, die setzt auf die sogenannten, ich nenne sie mal die Wirtschaftsprüfer, die neuen Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen, die nach Willkür für bestimmte Sachen beurteilen. Und dabei passiert dann Folgendes, dass zum Beispiel eine Bio-Bäckerei zum Beispiel, die kann die höchste Punktzahl von der GWÖ bekommen und damit die größten Steuervorteile, obwohl ihr zum Beispiel ein Biogut von ihnen durch irgendwie Biogetreide, Toxine, Pilzgifte verseucht ist und ihre Leute regelmäßig, also langsam und schleichend vergiftet und kränklich macht. Und die GWÖ hat dafür kein Messmittel, während die GWO, also unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future.de natürlich dafür Messinstrumente hat und die sozusagen und dann, wo die GWÖ auch keine Messinstrumente hat, ist dafür für das den größten Faktor im Kapitalismus, nämlich die Formel erzeuge vorteilbringende Irrtümer, die die Menschen unglücklich machen, Aufhetzung zum Beispiel zu Rechthaberei und Streitsucht, wie es zum Beispiel in den Massenmedien im Dienste sozusagen der großen Werbekunden auf nicht bewusste Weise geschieht, und diese Glückszerstörung, damit die Menschen dem Ideal des einsamen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen Singles immer näher kommen, also diese Glückszerstörung hat die GWÖ gar überhaupt nicht auf dem Schirm, während sie bei uns ein ganz großes Thema ist, weswegen wir mit der Wohlfühlstimme zum Beispiel gerne als neuer Wahlstimme das Wohlfühlen in den Zentrum des Gemeinwohls, ins Zentrum des Gemeinwohls stellen würden. Bitte schneller drehen, weil jetzt werde ich noch langsamer reden. Ein Schluck Wasser. Ja, das ist wohl sind die größten Fehler bei Felbers Gemeinwohlökonomie unserer jüngeren Schwester. Wir sind also die ältere Schwester mit 53 Jahren Entwicklungszeit und die junge wilde Schwester hat noch viele andere Baufehler aus unserer Sicht. Ne? Hans-Werner Sinn hat auch überhaupt, wie Markus Krall, überhaupt kein Gefühl für die Baufehler im Kapitalismus, für die Unglückserzeugung, die Schädigung und so weiter. Das sind die ganzen vorteilbringenden Irrtümer. Dafür hat er überhaupt keinen Sinn, Professor Hans-Werner Sinn. Und da ist, was er gut macht, Professor Sinn, ist halt, dass er erkennt, dass es irgendwie, dass er so eine Grundahnung hat, dass zum Beispiel die Idee von Mindestlöhnen und Tariflöhnen so etwas wie ein vorteilbringender Irrtum sein könnte, denn er das erkennt, dass das eben Massenarbeitslosigkeit begünstigt und das würde ja dann bedeuten, dass es ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten, zum Beispiel auch der Arbeitsamtmitarbeiter ist, sodass die sich dann bereichern können an einem immer größer werdenden Heer an Dauerarbeitslosen zum Beispiel, ja? Das ist ja die Logik, die wir jetzt dargestellt haben. Ja? Ja, und in unseren Talkshows wollen wir ja nach dem Motto auch vorgehen, wo irr ich mich und wo irrst du dich? Wo irr ich mich, wo irrst du dich? Das ist das neue Motto. Nur so kommen wir zu Lösungen. Diese Leute sind natürlich alle herzlich eingeladen, aber die scheuen alle Frage-Argumente-Kultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche, deswegen kommen die, haben die also bei Talkshows nie zugesagt. Ja, Fridays for Future ist ein Riesenproblemfall, also ich würde sagen, es ist eine katastrophale Organisation. Es gibt nur zwei Erklärungsmöglichkeiten, warum. Also wir könnten das Klimaproblem kompetent lösen, das ist aber, wie Professor Sinn richtig gesagt hat, höchst schwierig. Und im Moment hat Professor Sinn angedeutet, dass Fridays for Future, der Effekt von Fridays for Future eher ist, dass mehr CO2 ausgestoßen wird, nicht weniger.
weil eben die ganzen Fossilproduzenten oder Lieferanten fossiler Energien jetzt Panik bekommen, dass Fridays for Future vielleicht bewirken könnte, dass ihr Geschäftsmodell sehr schnell enden könnte. Und das löst die Panik aus, nämlich wir müssen so schnell wie möglich fördern. Und angeblich, ich glaube, Professor Sinn hat das auch aufgezeigt, dass zum Beispiel in Deutschland wie verrückt Kohle gefördert wird, eben aus dieser Panik heraus, möglichst schnell aus dem Boden holen und noch Geld damit verdienen, bevor das Geschäft ganz verboten wird. Ja? Und insofern, und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Organisation, wir haben ja tolle Interviews mit Teilnehmern auf den Demos gemacht, da gibt es also auch kluge Leute drunter, aber die Organisation ist, hat entweder einen riesigen Intelligenzmangel oder es geht die ja zu den Sozialsparten gehört, vielleicht geht es auch nur um die Spendengelder und es geht eben gar nicht darum, das Problem zu lösen, sondern möglichst großen Schaden in der Welt anzurichten, da und diesen Schaden beizubehalten, damit eben gerade die Spendengelder ins Unermessliche steigen und sich dann bestimmte Leute daran bereichern können. Vielleicht ist das eben auch nur ein kapitalistisches Geschäftsmodell. Also es gibt zwei Gründe, warum sie unser Angebot nicht annehmen konnten. Entweder mangelnde Intelligenz oder eben das Geschäftsmodell will gar keine Lösung des weltweiten Problems. Wobei wir uns nicht dazu äußern, ob es das Problem überhaupt gibt. Aber wenn die Welt der Meinung ist, dass es das Problem gebe, das Klimaproblem gebe, dann könnten wir es lösen, eben auf kompetente Weise, kompetenter als es schon Professor Sinn angedeutet hat. Ne? So, dann Richard David Precht, eigentlich ist das Einzige, was er so richtig befürwortet im Moment, ist ja das bedingungslose Grundeinkommen. Ich guck mal hier. Ja, ich glaube, jetzt müssen Sie es sehen können. Ja, hier, ja. Bedingungslose Grundeinkommen. Und da ist halt der Punkt, dass man darüber diskutieren kann, dass man das gerne mal in einer Region, die dann aber vielleicht wirtschaftlich zerstört wird, einführen könnte. Muss man halt in Kauf nehmen, dass dann eine Region wirklich wirtschaftlich kaputt gehen könnte. Muss gucken, ob dann diese Region aufblüht. Also es spricht vieles dafür, dass es sein kann, dass das bedingungslose Grundeinkommen einfach diese Region dann wirtschaftlich völlig zerstört, weil es doch nicht ganz so kommt, wie man sich erhofft in den vorteilbringenden Irrtümern des bedingungslosen Grundeinkommens. Und vielleicht ist das auch nur wieder ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten, denn am Ende wird diese Region viel mehr Sozialfälle aufweisen, an denen sich dann die Sozialsparten wieder bereichern können und Karriere machen können, letztendlich in der Verwaltung dieser mehr geworbenen Sozialfälle dieser Region. Ne? Ja, dann Greta Thunberg, da gilt das Gleiche wie für Fridays for Future, das hatten wir ja schon gesagt, Christian Felber Gemeinwohlökonomie hatten wir auch schon gehabt. Die verfassungsgebende Versammlung der Bürgerinitiative Gemeinwohllobby, ja, da ist der Trend ja Richtung GWÖ, GWO und da ist aber noch der Fehler drin, dass man auch Granido und die Dreigliederung noch im Gespräch hat und bei Granido ist zu befürchten, dass es ist ja quasi ein Geld, das keiner haben will, weil es sich ständig entwertet. Wenn Sie 100.000 auf dem Konto haben, haben Sie ein Jahr später nur noch 50.000 auf dem Konto, ja? Und das bedeutet, dass alle flüchten werden in andere Währungen, vielleicht werden alle fähigen Leute gleich sofort Deutschland verlassen und so weiter. Und bei Granido, denke ich, würde Deutschland absolut zerstören. Und die soziale Dreigliederung, da ist das Problem, dass da sehr viel Beamtenstatus entsteht. Und das erinnert uns an das bedingungslose Grundeinkommen. Und wir haben ja mit Beamten und mit ihrem sozusagen mit der fehlenden Leistungsmessung von Beamten ja
sehr schlechte Erfahrungen gemacht und diese schlechten Erfahrungen würden sich dann vertausendfachen, weil man quasi anstatt die Wirkung, also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner von jedem Berufstätigen sozusagen zu messen und danach die Verdienstzuschüsse auszurichten, wenn man das mit der Dreigliederung sozusagen viele Teile der Gesellschaft in so eine Beamtenmentalität versetzen würde, könnte das auch wieder einen großen Abstieg Deutschlands bedeuten. Ne? Ja, Ulrike Herrmann, da fällt es mir jetzt schwer zu sagen. Also die hat ein völlig falsches Verständnis vom Kapitalismus und hat deswegen auch nur unbrauchbare Konzepte. Ja, die Basispartei hatten wir schon, Bundeskanzler Sebastian Kurz hat da eben auch keine Ahnung von den Missständen. Warren Buffett, ja, zum Beispiel, er erkennt nicht, dass sein Krebs eben auch durch die Baufehler im Kapitalismus kommt. Er hat also immer noch nicht erkannt, dass diese verkaufen muss, weil die Wettbewerbsbedingungen im Kapitalismus das erzwingen, was wir nur korrigieren können, eben durch die Verdienstzuschüsse, die es dann nur noch für Gesundheitsförderung jedes einzelnen Marktleiters gibt, sozusagen, bei seinen Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern. Und dann werden unsere Märkte in Gesundheits- und auch die Restaurantleiter werden dann Warren Buffett auch nicht weiter in Richtung Krebstendenz weiterhin vergiften, ja? Mit dem riesigen Steak, was ich da bei Phoenix gesehen habe, das sie eben vorsetzen, ja? Ja, Luisa Neubauer geht es gleich wie Fridays for Future. Arnold Schwarzenegger versteht das auch genauso wenig, dass die Grundprobleme des Kapitalismus. Nico Pech erkennt immerhin, dass unser Konsum irgendwie er kommt in die Nähe unserer Erkenntnis, dass es die Konsumsucht das Hauptthema ist, dass der Kapitalismus eben uns unglücklich machen muss, um maximale Konsumsucht zu erzeugen, und dass wir dagegen steuern müssen, dass wir das erkennen müssen, das ahnt er ansatzweise, aber nicht vollständig, und da ist dann wieder sein größter Irrtum, dass er nicht erkennt, dass er da nicht weit genug ist. Ja, die Wirtschaftsweisen, Sachverständigenart, IFO-Institut, die erkennen alle, wie auch Professor Sinn, alle nicht diese Grundproblematiken des Kapitalismus, und Wolfgang Wodak erkennt zum Beispiel nicht, dass sein Regionalbudget den ganz großen Fehler hätte, dass die Ärzte dann notwendige Kliniksaufenthalte aus Kostengründen verhindern werden und dadurch dann sie eine erhöhte Totenzahl haben werden, weil unbedingt notwendige Krankenhausaufenthalte aufgrund von Budgetierungsgedanken, dass man das Geld lieber bei sich behalten möchte, als es für ein Krankenhaus zu opfern sozusagen, dass dann die Patienten krankenhausmäßig unterversorgt werden durch dieses Modell. Aber so hat jeder so seine Irrtümer, alles Parteimitglieder von die Basis, die Irrtümer habe ich ja schon aufgezeigt. Professor Bakti hat richtig erkannt, wie schlecht unser universitäres und Wissenschaftssystem ist, aber geht auch da nicht weit genug. Diese Leute gehen alle nicht weit genug. Dr. Reuter hat tiefe Erkenntnisse, wie schlecht seine Sparte, wie gefährlich seine Sparte mit den vorteilbringenden Irrtümern der Gesundheitssparten und so weiter, wie das ist. Da ahnt er sehr vieles, aber all seine Erkenntnisse gehen auch nicht tief genug. Corona-Ausschuss und so weiter, auch alles dafür. Das gilt alles auch dafür. Auch Dr. Köhnlein hat tolle Anfangserkenntnisse, aber das ist alles nicht tief genug. Das sind die großen Irrtümer. Mit den meisten habe ich ja mal telefoniert. Dixon Dattelmeier habe ich ja letztens kennengelernt. Aber ich, Professor Schwab, der war ja mit uns in der Talkshow, Martin Schwab, nicht Klaus Schwab.
Professor Kämmerer, war auch ein tolles Gespräch. Ja, also unsere GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future, da vom Weltrat, da sehen wir also die geringste Rate an Irrtümern. Also im Moment, ich sehe da im Moment gar keine, aber wir sind natürlich offen für, wo irre ich mich, wo irrst du dich, ja, das bin ich gespannt, aber... Die meisten Leute trauen sich ja gar nicht zu einem Dialog, wo sie dann auch selber ihre Irrtümer angesprochen werden könnten. Ne? Ja, Grüne, SPD, Linke, überall, all die Dinge, die ich angesprochen habe, diese Parteien hier, ja. Auch Richard Dawkins hat ansatzweise erkannt, wo das Problem im Kapitalismus ist, aber ist dann auch nicht weitergegangen, ne? Götz Werner und so weiter. Alles ist, das ist Jeff Bezos. Ja, all diese Leute erkennen nicht Bill Gates, dass sie glücksreduziert leben müssen. Das sind ihre größten Irrtümer. Dass sie nicht erkennen, dass dieses System, das sie zwar ihnen Geld gebracht hat, aber gleichzeitig ihr Lebensglück zerstört hat. Und das ist deren größter Irrtum, auch bei Mark Zuckerberg, dass man nicht erkennt, dass dieses Geldmachen einhergeht mit riesigen Glücksverlusten und dass der Kapitalismus einfach so funktioniert. Und da hoffe ich, dass mal einer davon das erkennt. Ja, Bernie Sanders, Noam Chomsky, da gilt das Gleiche wie für Mausfeld, immer diese Irrtümer. Ja, lesen Sie selbst die Namen, die ganzen Namen, ja. Ja, Bürgerräte und Bürgerversammlungen, ja, wir haben auch die sogenannte sechsgliedrige Demokratisierungskette. Man muss das besser machen als diese Konzepte da, sich das vorstellen, das funktioniert alles nicht. Scientists for Future, da gilt das Gleiche wie für Fridays for Future, also eine der schädlichsten Organisationen überhaupt, ne? Volksentscheid, Bürgerrat, ja, ökologisch-demokratische Partei. Ja, auch dort, die sind zwar ein bisschen für die Gemeinwohlökonomie, aber verstehen es eigentlich auch alles tiefer nicht und haben eben sowieso als Partei keine Chancen. Ja, Zektamera, diese ganzen Kommunen, die scheitern alle auch daran, dass sie nicht richtig an den vorteilbringenden Irrtümern arbeiten, dass die VIAT, die VIA, die vorteilbringende Irrtümerabbautechnik, nicht richtig anwenden oder nicht können und die entsprechenden freie Frackforen, also freie Argumentekultur, täglichen Frackforen in ihren Kommunen nicht praktizieren und die durch uns, unsere Supervision nicht korrigieren lassen und deswegen sind das alles wertlose Kommunen. Dr. Dahlke hat auch ein paar tolle Ideen, Professor Spitz, ja, dafür, dass ein Anfänger in der Biologie ist, nicht schlecht. Professor Probst hat uns ja mal sehr gelobt und so weiter in einem Artikel. Oder mündlich und ja, all diese Leute hier haben alle ganz nette Ideen, Professor Molz, aber den tiefen Durchblick, wie gefährlich wirklich der Kapitalismus ist, auch Osho Bhagwan Srirachnich hatte das nie und ja, und wir kritisieren ja sehr stark diese ganzen Psycho-Spiro, die vorteilbringenden Irrtümer der Psycho-Spiro, ESO, Nahrungsergänzungs- und sonstigen geschäftssüchtigen Sparten. Das kritisieren wir ja alles sehr stark. Ja, also, das war's doch für die heutige Sendung. Das müsste man natürlich alles mit noch viel mehr Schaubildern alles zeigen. Aber ich denke, das war's jetzt mal für diese Sendung heute und dann gehe ich mal wieder hier zurück. Guck mal, ob ich das jetzt auch alles richtig gemacht habe, ja. Und beende mein Mikrofon und ich beende die Aufnahme. Tschüssi, bis bald.